Wusstet ihr, dass Ameisen das 60-fache ihres Gewichts tragen können? Durch ihre toten Artgenossen. Irgendwie stehst du total in einem Ameisenhaufen. Wie so Keuchenfleisch. Hey ho, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wieder mal in unserem Lieblingsbüro, dem Wald. Ja, wie ich bereits in einem meiner vorherigen Videos ein bisschen angeteasert habe, wird es dieses Jahr mal so eine kleine Challenge geben. Ist immer witzig, wenn ihr Wanderer langlaufen und du eigentlich mit dir selber redest, obwohl ich eigentlich mit euch spreche. Ja, es soll eine Challenge geben dieses Jahr auf dem Red Sunset. Bestzeit. Genau, so sieht's aus. Mitmachen kann jeder. Am besten nur mal am Trail Donnerstag, wenn ich eine Kamera mit habe und ein paar Akku hochgeladen ist. Und heute möchte ich euch ein bisschen ein Track Walk, ist vielleicht der falsche Ausdruck, ein Track Run zeigen. Einmal werde ich wohl runterfahren, ganz smooth und so ein bisschen erklären. Und dann der zweite Run wird dann wahrscheinlich auch mal ein lockerer, auf Zeit gefahrener Run sein, nur mal zu sehen, wo ich stehe, ich persönlich. Und ja, und dann schauen wir mal, wie sich über die Saison entwickelt, wie schnell wir am Ende werden. Dann denke ich, kram ich bestimmt auch noch ein paar Videos aus älteren Tagen raus, um mal zu gucken, wie schnell wir da gefahren sind, wo die Strecke auch noch nicht so ausgebaut ist oder war, wie es jetzt ist. Ah, es wird auf jeden Fall spannend. Kommt also mit mir, viel Spaß mit dem Video und dann, wenn ihr es angeguckt habt, auf aufs Feld. Ja, dann herzlich willkommen zum Track Walk. Hier fängt die Zeit nochmal an dem Baum. Von mir aus könnt ihr hier sonst wo oben losfahren mit was weiß ich wie viel Schwung, wenn ihr den Schwung braucht, um hier durch die ersten Kurven und durchs Waschbrett und in den ersten Drop zu kommen, bitte macht. Wie gesagt, hier geht die Zeit nochmal los, fliegender Start sozusagen. Und auch in den ersten Abschnitt, der wirklich sehr schnell ist, der wirklich sehr viel Spaß macht. Und was uns da jetzt noch so alles erwartet, das seht ihr jetzt gleich. Weiter geht's. Tatsächlich befinden wir uns hier auf dem schnellsten Stück mit Drop. Wo ist mein Finger? Mit Drop. Hier in die Kurve rein. Da musst du den ganzen Schwung mitnehmen. Dieser langgezogenen Kurve. Und dann eigentlich ist der schnellste Weg hier bei dem Kicker abziehen und dann hier hinten in den Anlieger rein. Eigentlich auch ein leichter S-Anlieger. Dann geht es in das technische Stück, sag ich jetzt mal, also ins engste Stück, wo du wirklich verwinkelte Kurven hast, die auch nicht großen Anlieger haben. Und da befindet sich dann auch schon die erste Zeitnahme. Hier ist sozusagen mit der engste Stelle des Trails. Auch mit verschiedenen Lines kannst du hier, also hier innen oder außen fahren. Dann hier rein, hier ein bisschen wirklich schikanmäßig. Hier ist dann auch unsere erste Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt der Baum war oder der Baum. Werde ich dann im Nachschnitt noch sehen. Genau, weil du jetzt ziemlich schnell bist, sind die zwei oder die Bäume hier sehr eng. Und danach wird es eigentlich wieder sehr schnell. Dann musst du wirklich den Schwung mitnehmen. Und hier bist du auch in einer Passage, wo du schön treten könntest. Wenn du nicht immer den ein oder anderen Sprung, Wurzel oder auch Kurve, Schikane mit drin hast. Alles nichts Kniffliges, aber mit dem Speed, den du hier hast, dann doch knifflig. Hier ist wirklich mal eine interessante Stelle, denn du kannst entweder innen fahren, musst dann aber hart in diesen viel zu kleinen, flachen Anlieger rein oder fährst die längere Line und hast aber genauso den hässlichen Anlieger, den aber dann besser fahren kannst. Was hier wirklich die schnellere Variante ist, müsst ihr mal selber rausfinden. Ansonsten, ne? Machen wir mal weiter. In dieser Passage beginnt dann unser wirklich enger Stangenwald. Da musst du sehr konzentriert sein. Ja, keinen Fehler machst, dich nicht verbremst und der ganze Schwung weg ist. An sich eigentlich sehr einfacher Trail. Da ist nichts Spektakuläres, aber wie gesagt, durch die leichten Kurven und dem Slalom-Charakter wird hier jeder Fehler hart bestraft. An dem Baum beginnt dann die zweite oder der dritte Abschnitt mit der zweiten Zwischenzeit zu unserem berühmten S-Anlieger, wo man auch noch mal viel Zeit liegen lassen kann. Und dann geht der Trail eigentlich auch wieder sehr schnell straight bergab mit ein paar Sprungkombinationen. Und ja, unten befindet sich dann der letzte Baum und das Ziel.
Boah. Kommst du nicht rein? Boah, da war nicht gut. Den Festzeit aufstellen. Hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Video. Abo Spike. Bye bye und bis zum nächsten Mal.